محمد سعيد غالي إيمان فخروب ربيع لبان محمود ملا عمري 32 سنة 30 سنة عمري 27 سنة 38 سنة بس حالك كبيرة عصر؟ حاس حالي جداً أنا يعني أنا شوية هلأ اللي بدي إياكم تعملوا أنكم تحكوا مع بعض أنا من أول ما شفتكم قلتوا حابين تفوتوا اسمي ظاهر السرور صار لي 11 سنة بشتغل هون بالكويتي بدرس كمان بدقق بالامتحانات وهذه الموجة صار لها كم سنة هي اللي بيسموها هون جمع الشمل جوزت ولازم أطلع على ألمانيا يكون معي شهادة بدي أطلع عن جوزي Die Welle begann erst Ende 1975 mit dem Bürgerkrieg. Und ein Jahr später, im Jahr 1976, kann man das an den statistischen Zahlen ablesen, da war das schon eine große Bewegung. Ja, meine Familie kam Anfang 80er, ja. 1980, wegen dem Krieg halt auch. Ich weiß es gar nicht so genau, aber ich glaube, genau da war der Krieg, ne? 1980. Und ursprünglich kamen wir aus dem Süden von Libanon, aus Sur. Genau. Ja, was, ich muss da echt überlegen. Ich weiß ja so wenig eigentlich darüber. Ich, meine Familie, wir sind hier rübergekommen, das war 1986. Ich war da 4 Jahre alt. Also ich bin hier aufgewachsen, ich war im Kindergarten, Schule, Ausbildung auch hinter mir. Ja, und seit 86 sind wir hier. Wir sind rübergekommen als Kriegsflüchtlinge. In einem Jahr sind zum Beispiel 19.000 Libanesen gekommen. Meine Mutter und mein Vater haben sich halt auch hier in Deutschland kennengelernt. Das war Pi mal Daumen genommen vor 27 Jahren ungefähr, 28 Jahren, sind die beide nach Deutschland gekommen. Meine Mutter war vorher in Zypern, weil die sind halt beide vom Krieg geflohen damals. Seitdem Europa sich ausgeweitet haben, und die Gesetze auf europäischer Ebene sich geändert haben, ist es praktisch unmöglich, nach Deutschland zu gelangen. Die Hauptmöglichkeit ist die Familienzusammenführung. Das heißt, sie heiraten jemanden hier und dann können sie kommen. Und das war sehr ausgeprägt bei den Türken zum Beispiel. Und um das einzudämmen, wurden die Gesetze geändert und die haben die Pflicht eingeführt, Sprachkenntnisse, einen Sprachtest im Ausland schon zu absolvieren, damit man überhaupt ein Visum bekommen kann. خطبت قريبتي عايشة بألمانيا وبدي سافر لعندها ألمانيا فطلبوا مني أدرس اللغة الألمانية صار لي سنتين عم بدرس اللغة الألمانية وما عم توفق عم بتعذب كثير بآخر مرة جبت 39 عامية لازم جيب 60 لأنجح يعني بصراحة عم بعمل مشاكل كثير أنا ومرتي من ورا هالشيء يعني صار لي سنة ما شايفها لمرتي هلا جايب 15/7 لحتى تشوف شو صار معي يعني رح طلق مرتي انا من ورا اللغه الالمانيه شوف لون يعني wir haben das Problem das ist in Deutschland so dass viele Menschen die einfachen Sprachkenntnisse allein deshalb schon gar nicht erlernen können weil sie Analphabeten sind شوي صعبة يعني لغة جديدة وأنا تارك مدرسة إلي زمان أنا كان عمري 15 سنة وقت ما وقفت مدرسة كان الدنيا حرب فالتجأت للمصلحة تعلمت حلاق رجالة وضلت عم بشتغل فيها فأنا بدك تعتبريني ماني متعلم وهلا عمري 38 سنة عم بدرس لغة ألمانية فكتير صعب لتفوت على مخي صعب علي بس لأنه ماني معلمة بس مشان هيك يعني ما عندي لا إنجليزي ولا فرنسي مثل ما تقولي أمي أنا قالوا لي بس لما تبطل من المدرسة حتى تاكل أصابعك قدامي قلت له لا مش حتاكل أنا عم بدرس أصابعي Das war der Hammer für sie. Also sie war erst nach da. Da hat sie mir gesagt, das werde ich nie schaffen. Sie hat geweint am Telefon. Sie war, also ich habe echt gedacht, sie wird gleich, also jetzt, also dass sie dann psychisch krank wird oder so.
Also ich habe echt überlegt, jetzt die Schule abzubrechen für sie, weil ich hatte echt um sie sehr, sehr große Angst gehabt. واحد يحب يتشاب لو بيقولوا له تعلم لغة صينية بدها تتعلمها كرماله عرفتي كيف ويعني بدها تفدي كرماله Und das ist eine Hürde, die meines Erachtens völlig inakzeptabel ist und ja, an der Realität vorbeigeht, weil sie die Augen davor verschließt, dass es in weiten Teilen auf der Welt auch zum Beispiel Analphabetismus gibt. Das ist ein eurozentristischer Blick, ein ja, euronationalistischer Blick meines Erachtens, aus den Standards, aus dem, was wir hier haben, selbstverständlich davon auszugehen, dass es überall auf der Welt auch so ist. يعني ما بعرف لا انجليزي ولا فرنسي انجي اعرف اكتب اسمي بالعربي فلا جينا عم تدرسوني عمري 38 سنه يعني صعب كثير لا استوعب اللغه und ist 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 ممنوع حدا يلحق يا عايز ازاي was machst du sie will du دو ما صرنا اصحاب صرنا بدو لا خلينا بالزي زي 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 mein Sohn ist Handy. Das Handy ist das Handy Geld. Regali. Regali. Ist das Handy? Ist das Handy Geld? Teuer. Teuer. Ist das Handy teuer? Teuer. Ich wohne in Beirut. Ich spreche Arabisch und etwas. Mein Hobby ist Lesen. Ich bin Friseur. شو الهوبي تبعك؟ ماي هوبي از كذا قراءة يعني مطالعة منيحة ما بيعلمونا هيك اجى هو عملنا زيارة بشهر 3/2010 بمارس 2010 اجى لعنا على البيت و صار في هيك اعجاب رجع طلع ونزل بشهر 10 وتجوزنا ورجع طلع ورجع نزل وما عاد شفته طب ما بتحسي رح تفقدي للبنان واهلك؟ بلا اكيد بس انا رح ضلني انزل ماشي كل شيء تمام مثل كانهم عايشين بلبنان كله تمام بحافظ على عاداته وبيته تقاليده تقاليده ما فيك يعني انت بدك تحافظي عليها وبدك تحترمي تقاليد البلد وعادات البلد Die libanesische Gemeinde gehört zu den am wenigsten integrierten Gemeinden in Deutschland. Der Prozess der Integration läuft sehr, sehr schwierig, weil sie inzwischen bestimmte Strukturen entwickelt haben, die ein richtiges Hindernis sind. Das bedeutet, dass die Kontrollen in der Gruppe immer stärker sind und erlauben nicht, eine individuelle Entwicklung und die Integration ist immer individuell. Die findet nicht für Gruppen in der modernen Gesellschaft. Zu der Zeit planlos auf der Straße rumgegangen, wusste nicht, was man macht. Zu Hause wollte man auch nicht sein. Ja, war manchmal ein bisschen schwierig zu Hause und so, weil die selber alle so ein bisschen überfordert waren, selber versuchen klarzukommen hier in Deutschland und so. Ich bin seit 27 Jahren in Deutschland. 11.01.86 bin ich eingereist und ich lebe gut. Ich mag die deutsche Mentalität, natürlich nach langer Zeit, am Anfang nicht so, aber ich habe mich angepasst in Deutschland und ich freue mich, dass ich in dieses Land lebe. Okay, manchmal besuche ich meine Heimat, aber ich habe immer Sehnsucht nach Deutschland. Also was verlangt wäre, wenn man in Deutschland lebt, natürlich die Sprache, die deutsche Sprache. Und ich habe innerhalb von 6 Monaten die Sprache beherrscht und ich konnte schon sprechen. Aber natürlich die Grammatik ist so schwer. Bis heute habe ich Schwierigkeiten mit der Grammatik. Ja, die Sprache ist sehr wichtig für die Integration, das ist keine Frage. Aber wir haben ja sowieso die Regelung, dass die nachziehenden Ehepartner nach der Einreise alle verpflichtet sind, an einem Integrationskurs teilzunehmen. Das ist eine Verpflichtung und diese Verpflichtung wird auch als Auflage der Aufenthaltserlaubnis beigefügt in der Regel.
Und insofern ist es klar, dass natürlich die deutsche Sprache gelernt werden muss. Also da habe ich keine Zweifel. Ich will die Italien, ich habe ein Visa, ich habe ein Visa, ich habe ein Visa, ich habe ein Visa, ich habe ein Visa. بس صرت حابة كفي لأنه عن جد لغة حلوة. طيب يلا. اتكل على الله. يلا شو ما كان. يلا. هلو. هلو. ايش هايسي محمد غالي؟ في هايسن زي؟ ايش هايسي رابي لبان؟ فويت مش. وي جيتس؟ دانكي جود. جود. ونزي؟ جود دانكي. زي انزي فون بيروف؟ فريزور. اوه. اندو؟ Ich bin die Geschäftsmann vom Beruf. Wow. Ja. طب ليه انت تروح مش مرتك تيجي؟ ليه قررت انا اروح؟ مجرب. طب شو تحسي الجنسيه الالمانيه شو بتعطيكي؟ بتعطيني اشياء كثير. انه ما بعرف. مثلا شو عاطي لجوزك الجنسيه ولاختي؟ عطيته الامان لانه هون بلبنان ما بقى في امان. مظبوط؟ يعني بدي أسس حياتي أنا وخطيبتي اللي ناطرتني بألمانيا، بدي أسس حياتي وربي أسرة وعيش بألمانيا مثل هالألمان وأدرس هونيك وكفي درسي هونيك. Mein Name ist Jamile Itani. Ich bin 18 Jahre alt und hier in Deutschland geboren, in der Nähe von Dortmund im Sauerland. Ja, ich habe bis vor kurzem Schule gemacht. Habe meine Qualifikation abgeschlossen für das Gymnasium und danach habe ich eine Ausbildung zur Fachinformatikerin angefangen, im technischen Bereich halt so Rechner montieren und was man da nicht alles macht, ne, eigentlich so ein typischer Männerberuf. Ja, normalerweise ist es ja so, dass die Frau dort lebt, wo der Mann lebt, was auch in unserem Fall eigentlich so geplant war. Aber dadurch, dass ich halt wirklich hier in Deutschland mehr Chancen sehe für uns, einerseits beruflicherseits, andererseits finanziell, weil du hast wirklich hier die ganze Unterstützung vom Staat, was es in anderen Ländern wie zum Beispiel Libanon gar nicht gibt. Der nachgezogene Ehepartner erhält eine befristete Aufenthaltserlaubnis zunächst und hat sofort den Zugang zum Arbeitsmarkt. Also er kann jede Beschäftigung aufnehmen, die er möchte. Dazu ist keine gesonderte Genehmigung erforderlich. Es ist nur barra schwei afdal. انه كواحد بيشتغل بياخد تعبه مش رايح على حلم انا رايح على بلد مثل اي بلد يعني هون بعيش وهيك بعيش انا ايه حلمي كان اطلع المانيا ما بعرف هيك بحس ما غير بلد على المانيا ما بعرفها بس انا وصغير انه لما وعيت على الدين وهيك بحس حالي انه بحب اطلع المانيا بس المانيا بس يمكن يكون في اوبشنز اكثر او اشياء زياده عن هون شوي اكثر مثلا رياح اكثر ووضع احسن من ايش الوضع المادي انت ناوي تشتغلي بعدين لا ست بيت يعني ست بيت بالالمان ست بيت ما اخذناها هاوس 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 لحظه Hausfrau, Hausfrau, ich bin Hausfrau. Ja. Man kann nicht passiv in der Gesellschaft leben. Das ist eine sehr aktive Gesellschaft in Deutschland. Man muss schon aktiv mitwirken und nicht passiv sich zurückziehen. 90% der Flüchtlinge aus dem Libanon sind arbeitslos. La, aktiv auf so Talan, wo die Roche Almanien. Wo sind wir Almanien? Wie Dienstlage. Okay. Wo ist die Bekabrik? Biol Halwektir. بيقول ألمانيا حلوة كتير يعني بس واحد بده يشم هوا بيجي على لبنان بس كتير حلوة العيشة بألمانيا. Also ich würde sagen, dass meine Frau sich erstmal, also sie will sich hier an der Lebensweise will sich daran gewöhnen. Also das Wetter wird sich immer angewöhnen und also jetzt die Eingewöhnungsphase zum ist zum Beispiel jetzt das Einleben. Ich denke mal, die wird erstmal ein bisschen Probleme haben, weil hier das Leben ist auch ein bisschen moderner hier in Deutschland als in Libanon. Ich weiß nicht, wie ich das jetzt genau erklären soll. Modern jetzt. Die Leute sind hier, viel. Also die achten mehr drauf, auf das, was sie dürfen und nicht dürfen. هونيك إذا بسأل مليون ألماني سؤال واحد بحصل على جواب واحد. مش مليون جواب مختلف مثل هون.
يعني في اشياء هونيك اشياء مشتركه العالم معود عليها من اولها من صغرها، بتتعلق بالنظام بالقانون باحترام الغير براحه الغير وسلامه الغير، هيدي نحن هون ما معودين عليها. Zum Beispiel jetzt, also in Libanon, das nehmen die ja viel lockerer. Also wie ich jetzt zum Beispiel jetzt fahre, ist das in Libanon, das ist unmöglich. Zum Beispiel, wenn die Ampel rot ist, das interessiert keinen, die fahren einfach weiter. Die riesige Bevölkerung, die hier ist, ist mit der Bildung ganz oben, mit den Angeboten, was es alles in diesem Land gibt. Und dann kommen die Immigranten ganz unten mit dieser Situation. Dann dauert es lange, ist es sehr schwierig. Ein schwieriger Gang, um wirklich ein Gleichgewicht oder einen Gleichstand zu bilden zwischen den hier Geborenen, hier Lebenden, auch sehr lange, und zwischen den Neuankömmlingen. لغتهم فارض عليهم الاستماع لرأي الغير ليفهموا عليه. يعني نعتبر الشغلة مش بس أخلاقية، بس لا أقدر أفهم عليه. يعني مش لاتي يحكوا بنفس الوقت ما حدا عم يفهم على التاني والكل بيطلعوا بيعرفوا بكل شيء وأحسن شيء. هذا المرض الجرثومة اللبنانية اللي عنا ما فيني نقلبها لهونيك للأسف. Also ich verstehe unter Integration, dass man die Grundsätze, insbesondere die verfassungsrechtlichen Grundsätze der Gesellschaft, in der man sich nunmehr befindet, akzeptiert. Für Integration ist meines Erachtens aber nicht erforderlich, dass man sich von seiner Herkunftskultur löst, sondern dass die selbstverständlich auch weiter besteht. Meiner Ansicht nach kann man auch in und mit mehreren Gesellschaftsformen und Kulturen leben. ...1996 ist die deutsch-libanesische Gemeinde gegründet von libanesischen Immigranten, die hier leben. Sie haben sich getroffen, um ihre Interessen, eigene Interessen zu schützen und dann die libanesische bzw. die arabische Kultur hier in der deutschen Gesellschaft zu zeigen. Die arabische Schule ist also gegründet 1999, um also den Kindern Arabisch beizubringen. Und wir haben so angefangen, kleine Gruppen, und mittlerweile sind wir so eine große Schule geworden. Die deutsche Sprache ist mein Leben. Ich habe meine deutsche Frau und mein Sohn kann kein Arabisch. Also ich habe absichtlich das mir ausgewählt. Das heißt, ich habe mir keine Mühe gegeben, meinem Sohn oder meiner Frau meine Heimatsprache beizubringen, weil ich ganz praktisch gedacht habe. Ich habe schon halt sehr viel Kontakt mit Deutschen gehabt früh. Schon in meiner Kindheit hatte ich viele deutsche Freunde, auch arabische, aber das kommt einfach daher. Man redet halt dann irgendwann auch zu Hause ein bisschen Deutsch und so. Das kommt einfach mit der Zeit so, wenn man hier 10, 15 Jahre ist, dann redet man sogar mit seinem Vater Deutsch, obwohl er nicht wirklich Deutsch kann, aber... Ich habe einen Sohn, der heißt Adonis, der sitzt hier und der kennt beide Sprachen, Arabisch und Deutsch. Deutsch lernt er natürlich in die Kita und Arabisch lernt er mit Mama und Papa zu Hause, damit der Muttersprache nicht vergisst. Natürlich, affektiv und emotional. Hätte mein Sohn mit mir Arabisch in meiner Muttersprache gesprochen, dann hätte er bestimmte seelische Wendungen und emotionale Wendungen besser verstehen können. Ja, also das ist schon ein Verlust, das muss man zugeben. Aber das bleibt in Grenzen und das schmerzt ein bisschen mich, aber damit kann ich leben. Also Amira هي بنتي عمرها 6 سنين ربيت هون وبي ألماني وأنا من لبنان طبعا بحاول أعلمها اللغتين الأولاد بيتعلموا كتير لغات بشكل جميل وسريع وبتحكي منيح عربي وبتحكي طبعا إنجليزي بعتقد أنا إنه حنقي أحسن شيء من الكلتور العربي والكلتور الألماني وحأدمجهم فيه الأميرة هيدا هو الهدف تبعي. Die Sprache öffnet dir einem Fenster zu einer neuen Welt immer wieder. Und wenn man die Sprache nicht beherrscht, ist es sehr schwierig, sich in diesem Land zu bilden. Es ist sehr schwierig, sich zu beteiligen, sich zu verständigen mit anderen Menschen. Auch
die Kultur kennenzulernen, ist es sehr schwierig. Also der Öffner zu dieser Gesellschaft ist die Sprache. Man kann ja keine Gemeinschaft gründen, wenn man die Sprache nicht beherrscht. Und so ist es einfach auch für die Leute, die aus dem Ausland kommen, wie zum Beispiel jetzt auch mein Mann. Ich meine, der ist Friseur. Wenn er nach Deutschland kommt, will er ja auch hier Arbeit finden. Und gerade als Friseur muss er dann einfach die deutsche Sprache beherrschen. Und wenn er das nicht kann, dann kann er auch in dem Beruf nicht arbeiten. Und das sind wir معقدين شوي انه ليش انه بدي ادرس وانجح دبي انا صرت عامل سبع محاولات وهلا عندي بثمانية سبعة امتحان وهذا ثامن واحد يعني ثامن امتحان بعمله طب اذا ما نجحت يعني بدي ضلني هيك ما بيجوز من الله يعني مرت بالمانيا وانا هون واقفه على شقفه الشهاده انه صعب انا بصراحه كل ما بدي اعمل امتحان اللي عم بدرس من قبل الامتحان لما عم بدي اقدم الامتحان عم بنسى شو اللي درسته يعني بترسيني اليوم بريف بكره بتقولي لي تعال اكتبه بنساه عندي امتحان بثمانية سبعة انه شوي متوتر هيك انه هي مش انه خوف انه بالنهايه انه ما حلو يقولوا لك انه سقطت وهيك انه مرتك كمان فوق بس انا ما بحب الخساره عرفتي يمكن كون دارس وبقول لك هلا يمكن اقول لك انه 100 على 100 باخذ بس ما بعرف بحس الحظ بيلعب دور كمان اللي درستهم انا اجوني ايه سابك حظ هي حظ، لعبة حظ. إذا نجحت يعني بتكون إن شاء الله مشيت حياتي، فطالما أني عم بسقط وقفي حياتي، ما عم بعمل شيء. Das Recht auf eine Familienzusammenführung höherrangig ist, ein sehr hohes Gut ist, das man nicht einschränken soll. Und bedauerlicherweise ist es auch so, dass es in Deutschland eine Verletzung laut Rechtsexperten gibt. Des Grundgesetzes, weil wir auch im Grundgesetz einen Artikel haben, ein Grundrecht haben auf Familie. Und dieses Grundrecht auf Familie, folgend aus dem Grundgesetz, wird nach der Meinung von Rechtsexperten auch verletzt durch diese eingeschränkte Regelung beim Ehegattennachzug. Mit der Jamaa in der ersten Jahr, man kann nicht verstehen. Wir haben zwei Wochen mit den Verletzungen, die wir haben. Wir راح عنا ثلاث ربع طب كيف بدهم ينا نستوعب؟ متضايق كثير انا اول شيء هونيك كل العالم بتحكي الماني اما هون عم بتدرسوني انتم من التسعه للوحده الماني ومن الوحده لبالليل لمثلا ثاني يوم عم نحكي عربي انه ما عم بستفيد لا جيت انا تعلمت الماني مثل ما بقولوا لك نحن بقول باللغه تبعيتنا تعلمتها من الشارع من العالم in einem vernünftigen Rahmen, nämlich in Deutschland. Und ich finde, Deutsch lernt man immer noch besser in Deutschland als woanders. Anstatt die Menschen kommen zu lassen und nach dieser Regelung, die man 2005 ja im Gesetz gegossen hat, auch lernen zu lassen, hat man eine Vorverlagerung gemacht, im Ausland bereits Deutsch lernen zu müssen für die Menschen. لو عمل حساب انه هيك رح اتعذب وادفع المصاري كان اشرف لي اتجوز هون مسافر على المانيا حرام 10,000 دولار صرت دافع ما عم استفيد شيء Ich denke, ich bin mal gefragt worden, wie lange dauert so ein Integrationsprozess. Ich habe gesagt, 100 Jahre. Man kann nicht sagen, jetzt sind die Leute integriert oder nicht integriert. Gesellschaft in diese Richtung, die andere Gesellschaft in diese Richtung und so kommt dann zu einer Integration. Daher gibt es, und das wird immer mehr, wenn die Gesetzeslage das erzwingt, gibt es immer mehr Leute, die ausbüchsen wollen, die sich integrieren wollen. Bei einem Beispiel, bei den Kurden zum Beispiel, diejenigen, die sich integrieren wollen, setzen sich total ab. Ich kenne Fälle, wo die jungen Leute, um ihren Beruf auszuüben, einfach ihren Namen sogar geändert haben. Ich heiße Mohammed, eigentlich, ne? Hab einen Spitznamen hier in Deutschland, Toni, unter dem ich auch Musik mache. Ja, ich mache schon seit 11 Jahren Musik, deutschen Rap. Und ja, musste mir halt einen Namen ausdenken, weil ich nicht als Mohammed rappen wollte. Deswegen habe ich mir dann den Namen Toni zugelegt. Wir haben wirklich
viel zu tun mit den Jugendlichen und Kindern zu tun gehabt. Die haben verzweifelt an der Identität. Und erst dann, wenn wir denen erklären, dass sie wirklich Libanesen sind oder Syrer oder Araber, erst dann verstehen sie, was heißt es, hier in Deutschland ein Deutscher zu sein. Ist auch lustig, so als Libanese hier, man ist hier geboren, man ist Libanese, die Eltern sind aus dem Krieg hergekommen und geflüchtet und irgendwann ist man hier ein deutscher Musiker, den die Deutschen lieben. So, weißt du, das hätten die bestimmt nicht vor 30 Jahren gedacht, dass ihr Sohn mal hier auf Deutsch singen wird und im Fernsehen hier laufen wird. Weißt du. Man hat wahrscheinlich eher gehofft, dass man hier überhaupt einen Aufenthalt hat, nicht abgeschoben wird und was zum Essen findet oder eine Arbeit. Weißt du? Also ist natürlich schon lustig, wenn man mal so überlegt. Ne? Also ich fühle mich Libanesen, die hier sehr lange lebt, mit dem deutschen Kopf sozusagen. Und die emotionale libanesische Gefühle habe ich sehr tief noch. Aber dazu kamen natürlich die deutschen Einflüsse und deutsche Mentalität. Die hat das daraus irgendwie so ein Mensch mit den beiden Kulturen rausgemacht. Und so fühle ich mich, sowohl Libanesen als auch Deutsche. Ich fühle mich wohl. Also ich habe ein Prinzip, es ist wichtig, dass ich mich überall dort wohlfühle, wo ich lebe. Also hier, ich habe schon ganz früh gesagt, ja, ich bin ein Deutscher, libanesischer Herkunft. Ich habe damit kein Problem. Ich habe kein Identitätsproblem, weil ich ganz genau weiß, ich stehe mir sehr nah, ich kenne mich und ich weiß, wer ich bin. Oh, das ist schwierig. Also ich fühle mich also Libanese und Deutsch, also in derselben Zeit. Meine Muttersprache ist ja Deutsch, Arabisch, Entschuldigung. Aber genau, das ist der Punkt. Also, ob Deutsch oder Arabisch, das kann man eigentlich so nicht sagen. Aber die Frage ist insofern schwierig, wenn man sagt ganz genau, bist du Deutscher oder bist du Libanese? Das ist eine schwierige Frage. Das ist auch mehr oder weniger eine psychische oder Frage, die man nicht so einfach mit zwei, drei Worten beantworten kann. Was machst du denn heute? Ich nehme mit sie. Was macht sie denn heute? Ich lerne Deutsch. Ja. Vielen Dank.